Herzlich willkommen zurück zu Ape Escape. Ach, nach 2 Monaten wieder eine Aufnahme. Hab mir gerade die Steuerung noch mal ein bisschen angeguckt und Kommentare habe ich natürlich auch. Hier war ja das Interessante und ja gut, dann gehen wir da gleich mit drauf ein. Detailbox NFB86 hat geschrieben, bei der Titel nicht das Lieblingsspiel von Hideo Kojima, in Klammern Metal Gear Solid. Oder irre ich mich da gerade? Ich kenne von früher nur die Demo, die sah total bescheuert aus mit ihren Blinkleuchten auf dem Kopf. Meinst du die Affen, ja? Ich dachte, genau das hatte den Charme. Shinrin Yoko hat geschrieben, das Spiel wurde damals sogar in... Also ich, ne, ob das Lieblingsspiel von Hideo Kojima war? Sorry für die Aussprache. Kann ich so erstmal nicht sagen. So, und hier kamen wir noch nicht rauf. Ich fand das mit dem Springen immer super lustig. Oder bei den ersten Part super lustig. Aber ja, ich würde sagen, ab jetzt ist es sein Lieblingsspiel. Aha, okay. Da kommen wir anscheinend doch ran. Ja, wie gesagt, erste Aufnahme auf dem Laptop und erste Aufnahme seit 2 Monaten. Okay, nee, so von hier komme ich nicht rüber. Wir müssen aber hier lang. Ich hatte vor ein paar Tagen den Part schon mal angeguckt, dann hat es aber leider noch nicht geklappt, den mit aufnehmen. Ja. Shinrin Yoko hat dann nämlich geschrieben, das Spiel wurde damals sogar Kombi mit einem DualShock-Controller verkauft. Da wollte man wohl auf Nummer sicher gehen. Ansonsten ein lustiges Game. Genau, weil, ne, mit einem rechten Stick, der selten belegt war bis dato bei Spielen, bis ne, 99, Anfang 99, wurde eigentlich, wenn dann nur der linke Stick benutzt, was ganz, ganz interessant war. So, wir gehen jetzt hier mal drüber. Ich habe vergessen, wo Springen war. Ah, okay, ja, zwei. Okay, also ganze Controllerbelegung ist super interessant. Weiß nicht, was das mir hier sagen soll. Vielleicht hier? Ach nee, teilweise hast du auch Sachen, wo du dann später hin zurückkommen musst. Okay. Wir schauen mal. Jetzt das Spiel mal so ein bisschen angepasst. Hey, ist das schwierig mit der... Aha. Was mir mal so aufgefallen ist, sollte ein bisschen dafür sorgen, dass ich nicht so viel neu lade immer. Ne, nach links kann ich durch und nicht durch. Halt, stopp. Dirk hat geschrieben, auch geil. Ich bin mal gespannt. Aber ja, also ich sehe mich dabei, wie ich das durchspiele. Ist so schwierig, wenn du es halt mit dem... Ach komm. Ach komm. Könnte ich nicht rennen, den konnte ich glaube ich nicht. Du musst halt mit dem... Super geil. Du musst das mit dem rechten Stick, musst du das Netz steuern. Das heißt, ne, in die Richtung, wo der Affe ist, gegenschlagen. Ist aber so... Ah, wollte gerade sagen, wo sind die Punkte hin? Was war nochmal bei 100? Hast du ein... Konntest du da eine neue Waffe holen? Oder ich bin gerade unsicher. Was war das? Okay. Das ist super cool. Okay. Was soll mir denn die Hand sagen? Ach so, okay, ja. Ups. Das war aber ein Fall. Okay. Ach, ist das geil, wieder spielen zu können, ey. Ich kann ja nicht PS1 spielen, ohne aufzunehmen. Leider auch keine Zeit gehabt, also deswegen, ich bin super froh, dass das gerade wieder klappt. Ja gut, ich würde sagen, erstmal hier runter, ne? Ja, komm, mach mal. Warte mal, lädt er? Ja, guck mal, macht er schon. Hier besser als auf einem normalen PC. Okay, okay, okay. Hm.
Na, schauen wir mal. Ich versuche den mal wegzuhauen hier. Easy. Und noch Kekse dabei. Kekse sind natürlich unsere Lebensration. Selbstredend. Ach komm. Das ist halt so hart mit den Hitboxen, ey. Da freue ich mich schon auf neue Spiele. Hab übrigens mal nachgeguckt. Ich habe eine 4060 drin. Ne? Da war wichtig, dass der Laptop eine 8 GB Grafikkarte drin hat. Das für 1000 Euro mit einem 360 Hertz Bildschirm. Mama. Geile Anschlüsse, gute Qualität. Ich habe PS2 ausprobiert. Ne? Bei der kommen wir irgendwann hin. God of War 2, was somit das anstrengendste ist für die CPU zumindest. Also ne, für den Prozessor. Ohne Probleme. Also 4K, alles auf, ne, also 4K, ich spiele ja wenn dann nur an der Auflösung rum. Gar keine Probleme, alles super flüssig. Nicht mal groß systembelastet. Sehr schön. Wenn die Affen dich sehen, stellen sie den Ventilator an. Der Wind ist so stark, dass du weggeblasen wirst. Du bist nicht so leicht zu sehen, wenn du kriechst, indem du den linken Stick drückst. Finde ich cool. Wenn du beim Kriechen den rechten Stick drückst, bist du so gut wie unsichtbar. Okay. Du drückst eigentlich beide Sticks. Unsichtbar sein ist viel wirkungsvoller als nur zu kriechen. Okay. Da wenn die das sagen, wird es wohl so sein. So. Shinya Miyoko. Das zeigt auch so ein bisschen, wie alt die Kommentare sind. Oder ne, wie lange ich nicht mehr aufgenommen habe. Frohes Neues, Ben. Auf ein zockreiches Jahr 2024. Freue mich. Vielen Dank und ich hoffe auch, du bist gut reingekommen. Warte. So. Ah, okay. Jetzt weiß ich, was gemeint ist. Es war, ich bin froh. Also bisher war es doch kein zockreiches Jahr, aber es wird jetzt werden. Wo ist gerade mein Problem? Wer kommt das Schlagen gerade? Doppelbelegung oder was? Okay, warte. Zu doll jetzt aber nur noch. Hey, warte. Ich habe auch irgendwie wirklich voll. Ah, nee, jetzt haben wir das. Achso, den darf. Alter. Das wird hart. MutiX hat geschrieben, super gutes Game. Ja, finde ich auch. Vielen Dank fürs Kommentar. Wie, er sieht mich. Er sieht mich gar nicht. Du meinst nicht so, als ob du mich siehst. Ist das vielleicht den Macher? So, ich habe gerade Angst, dass ich selber raufkomme auf den Schalter. Super geil. Alter, habe ich Bock zu zocken. So, warte. So, schnell weg. Okay. Das haben wir alles, sehr schön. Dann können wir hier mal lang. Okay, da können wir hoch, das sieht nicht gut aus. Probieren wir mal, vielleicht durchzuschleichen oder was? Würde nur mal gucken, ob es geht. Ah.
Moment mal. Zum dritten. Shin und Yoko hat noch geschrieben, gern weitermachen, ist ein klasse Game. Finde ich gerade nicht. Ja, ist es. Nein! Ja, früh genug die Kurve bekommen. Okay, wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Jetzt mal ganz ruhig. Wenn ich das nur hier mitmache und auf den wechsle. Wie provokant das auf dem Feld, das nicht läuft. Guck mal, wir haben Duschau-Controller. Ruhe. Falscher Knopf. Meine Güte. Ja, ich weiß, hier sollte ich eigentlich auch gleichen. Ist aber einfacher gesagt als getan. So scheint er tatsächlich ein bisschen Umgebung anschauen. Ah, ich hab's vermisst, ey. Ich hab's vermisst. Ja, okay. Ich würde gerade auf X springen und. Ah, oh, sorry. Kurze Verwirrung. So, okay. So, das haben wir. Da hinten ist ein Affe. So, wir können. So, auch ein Wechsel auf die Affenkamera, ne? Eigentlich. So, warte mal. Hier können wir runter. Können wir da auch hoch oder was? Könnten es mal ausprobieren. Ansonsten geht's da lang. Oder eine Fähigkeit, die wir noch bekommen. Schauen wir uns an. Erstmal speichern wir. Sehr gut. So, kann ich nicht einfach springen hier? Ja. Sehr gut. Doppelsprung, ne? Ah ja, okay. Hm. Ah, wieder reinkommen, ruhig. Ja, kurze Gedenkminute. Aha. So. Gut, ne, nach dem Spiel kommst du auch wirklich mit dem DualShock klar. Davor eigentlich nicht. So ein bisschen Loopfilter im Spiel. Ich fühle mich ausgefiltert. Ich muss sagen, sogar die Laptop-Kamera, die geht. Ich habe jetzt zwar die normale mit dran. Funktioniert auch gut mit einem USB-Stick. Also über USB. Eine normale Kamera, also die richtige Kamera, ist über die Capture Card an den Laptop angeschlossen. Hatte ich auch am normalen PC, wo ich eigentlich eine teure Capture Card drin hatte. Die hat aber leider nicht funktioniert unter Linux, weil sie zu alt war und dafür gab es keine Software. Absolute Frechheit. Dadurch hatte ich noch so eine andere Capture Card von Elgato. Ne, so voll über USB, über Amazon gekauft für 3 Euro oder irgendwas. Und das funktionierte am PC immer mal mit Problemen. Mal sehen, wie es jetzt am Laptop funktioniert. Spike, du weißt, dass du mit den Richtungstasten die Kamera bewegen kannst, oder? Ja. Jetzt wieder. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Okay. Du hast es. Ja.
Sehr gut. Du bist gut. Der Hammer. Wohin? So, nächster Item, ne? So, warte mal, jetzt kann ich entweder die Mindestspiele machen. Warte mal, wo kann ich ein neues lernen? Okay, speichern, sowas fangen wir gleich erst an. Hier, das ist es, glaube ich, ne? Oder? Warte mal. Ja, springen. Vielleicht wieder ein Loop-Filter dann. Okay. Ja, okay, wir gucken nochmal. Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Hab zwar im letzten Part nochmal reingeguckt. Dies ist der Minispielraum. Zum Spielen musst du in den. Wenn du eine Münze auf dem Monitor gesammelt hast, kannst du das Minispiel spielen. Kannst die Anzahl der gesammelten Münzen in der. Okay. Ah, hier Status 3. 10% Erfolgsrate. Das halt zum echten nehmen, was willst du mehr? Okay. Alles unter Kontrolle. Ja, aber nicht speichern. Wieder raus. Ah gut, vielleicht ist das der richtige Weg. Ins weiße Licht gehen, weiß ich, ob es so clever ist. Okay. So, dann schauen wir mal. Da war speichern. Dann müsste es eigentlich hier lang sein. Kamera dreht mir schon in eine Richtung, aber. Und wo konntest du die Level auswählen? Okay. So, warte mal, erzähl nochmal. Dies ist der Trainingsraum. Hier kannst du üben, die Geräte zu benutzen, die du schon hast. Übe hier, falls du vergisst, wie dein Gerät benutzt. Bin eher so der Praxistyp. Gut, nee, wir wollen aber neue Geräte lernen. Wir haben mich einfach immer wieder zum Speichern animiert. Das heißt, da ist der Minispielraum. Das heißt, wir müssen da hingehen. Oder hier. Na, ist ja Quatsch. Er springt da einfach. Geht zum Speichern und zum Aufrufen der Affeninfo auf diesen Schalter. Die anderen Räume sind der Trainingsraum und der Minispielraum. Du solltest ja ausprobieren. Ich glaube, der hier ist der richtige. Willkommen zur Zeitstation. Alles hier wird dir bei deiner Mission helfen. Es ist der Barbraum. Der runde Schalter vorne bringt dich zur Zone für die Stufenwahl. Der rote Schalter hinter dir bringt dich zur Zone zum Laden und zum Speichern von Daten. Lies immer alle Nachrichten im Briefkasten und lerne von ihnen. Das sind eh meine Mahnung. Er lernt so wenig draus. Aha. Geschafft. Achso, und das, die habe ich noch nicht geschafft, richtig? Putzeln wir mal rein. Was ist denn dann die neue Seite? Spike, ein neues Gerät ist fertig. Dies ist eine Schleuder für verschiedene Kaliber. Ich schicke sie rüber. Probiere sie im Trainingsraum aus. Wenn du das Training nicht schaffst, kannst du nicht zur nächsten Stufe gehen. Nun, viel Glück. Schon geil gemacht. Erzähl weiter. Alles gut. Sturmfilme waren ja auch eine Zeit lang modern. Ja, ziemlich cool. So. X. Ah, okay.
Das wird hart. Das wird ja richtig hart. Alter. Musst du quasi den Stick nach unten drehen. Okay. Ah, coole Mechanik eigentlich. Mit der Schleuder zerstörst du weit entfernte Feinde. Kippe den rechten Stick zu dir und lass ihn los, um zu schießen. Genau, ja. Das ist es. Kippe und drehe den rechten Stick, um das Ziel zu bestimmen. Die Kugel zielt auf die blaue Marke. Viel Glück. Ein Naturtalent, wir haben ja. Ist schon super cool. Achso, du hast so eine begrenzte Munition so. Naja, vielleicht zeigt es einfach nicht stärker an, wie viel Bums. Die L2-Taste hilft dir, Schalter zu drücken, die außer Reichweite sind. Aha. Für das Fadenkreuz drücke die. Oh, okay. L2-Taste mit dem linken Stick stellst du das Fadenkreuz ein. Für Normalsicht drücke wieder die L2-Taste. Schieße nun auf den roten Schalter über der Tür mit der L2-Taste. Schönes Tutorial, ne? Eins der ersten Spiele, die da wirklich ein sinniges Tutorial haben. Sehr geil, okay. So, und schießt das aber nach wie vor. Oho. Okay. Okay. Na hoch da. Schleuder verwendet drei Arten von Kugeln. Normale Kugeln, Blitzkugeln und gezielte Kugeln. Wenn du eine Schleuder hast, kannst du die Kugeln durch Drücken des rechten Sticks weggehen. Na? Nur die normalen Kugeln sind unbegrenzt. Wenn die anderen Kugeln alle sind, hebe Dinge auf, um sie zu ersetzen. Wechsel die Kugeln durch Drücken des Sticks. Welcher jetzt nun? Zieh nun und schieße mit der L2-Taste. Erledige sie. Okay. Okay. Achso. Können ja schon mal umherwechseln, ne? Warte mal. So, hier. Nee. Okay. Kann ich dabei hindrucken? Wäre ich hier nochmal durchgewechselt? Ah, mit X. Hä? Ich hinterfrage mich immer, Alter. So, nochmal X. Mit Zielsucher. Dann. Ja, nee, ist okay. Mach nochmal. Und hier auf ihn. Da war nur einer oder was? Solide, solide. Sehr geil. Wisst ihr, was mich traurig stimmt? Dass Mega Man Legends nach wie vor nicht so gut ankam, selbst als ganzes Spiel hochgeladen. Also allgemein, das kommt nicht gut an. Also, interessiert relativ wenige Leute, was ich gar verstehe. Das Spiel so richtig klasse ist, gerade für die Zeit, wo es kam. Schöner Schuss, viel Glück da draußen. Haben halt wenige damals von euch wahrscheinlich durchgespielt, weil sich das an eine jüngere Zielgruppe richtet und leider nur in Englisch rauskam. Wenn du die Schleuder brauchst, geh zum Bildschirm für die Gerätewahl. Mit der Dreieckstaste weißt du noch. Genau, drücke die. Ah, okay. Ist super geil, dass sie dran denken. Das ist Wahnsinn. Ich konnte auch innerhalb von Level einstellen, ne? Wieder zum weißen Licht. Fünf Affen. SOS Affenhalle. Super einsteigerfreundlich zu spielen. Liebe es. Ah. Musste kurz gucken, ob alles richtig davon. Los geht's, sagt er. Okay. So, schauen wir uns da erstmal um. Wow, cool. Schon hochauflösend für so einen Hintergrundrender-Grafik. Haben das schon viel, viel schlimmer gesehen. Das ist schon eine geile Atmosphäre hier. Bisschen wie der Mond in GTA 3, ne? Wenn du nur auf die Affen achtest, erwischt dich der Feind. Es ist sicherer, erst den Feind zu erledigen.
abgucken. Machen wir das doch, ne? Du bist der Feind. So, warte mal. Können wir jetzt auf Viereck legen, ne? So, Geräteauswahl. Ich glaube, ich muss noch mal meine Pfeiltasten neu belegen. Die sind gerade, naja. So, schön. Schön. Das ist okay, ganz ruhig. So. Oh, ich höre was. Ich sehe aber nichts. Okay, da ist ein Affe. Kamera. Ist alles nicht einfach. Sag euch das. Vergiss deine Schleuder nicht. Drücke die. Ah ja, okay. Super. So geil. Und inzwischen weißt du es bestimmt schon auswendig. Drücke L2, um mit der Schleuder genau auf weit entfernte Ziele zu schießen. Ist das cool gemacht, ey. Richtig schön einsteigerfreundlich. Super Sache. Was hat der einen Schneeball fallen lassen oder was? Krieg ich beide mit einmal? Ne. Super cool. War ein Haarscope. Vor allem lässt sich so viel schneller umgucken. Viel schneller als die Kamera. Hä? Ja, warte. Big Shot. Cool. Super belohnt alles. Toll. Wäre so mal in der Schule gewesen. Na, schauen wir mal ein bisschen näher ran. Vielleicht muss ich auch die andere Munition nehmen. Bewegt sich. Oder bewegt es sich? Okay. Kann sein, dass ich den einfach ausweichen muss. Mami. Okay. Oder so. Also muss aktiv sein, damit ich es treffen kann. Ja. Aber wie es weitergeht, erfahrt ihr im nächsten Part. Wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich muss jetzt wieder ein bisschen gucken, dass ich in den Aufnahmerhythmus reinbekomme. Reinkommt. Bis in 3 Tagen. Bis dann.